Marco ist bei mir. Marco ist, wie alt ist er denn? 18, ne? Ja. Ja. Hallo Marco, du hast auch deinen Fernseher oder ein Radio an. Ja, ich mach's auf. Ich bitte darum. Okay. So, was ist los? Ich möchte über meine Vergangenheit reden. Mhm. Die da wäre? Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen. Ja. Wie viele Jahre? 15 Jahre lang. Mhm. Also mit 3 bist du da hingekommen? Mit einem Jahr. Mit einem Jahr? Achso, ich dachte, du wärst jetzt immer noch da. Mhm. Ja, und da sind einige Sachen passiert, was nicht passieren hätte dürfen. Was denn? Die hatten selber 4 eigene Kinder. 4 eigene? Ja. Mhm. Und die wurden, also ich wurde anders erzogen als die 4 eigene Kinder. Das heißt, die wurden bevorzugt und du benachteiligt? Ja, genau. Ich bin benachteiligt. Ich hatte andere Regeln als sie selber. Mhm. Wie war das altersmäßig? Warst du der Jüngste oder warst du mittendrin? Ich war der Zweitälteste eigentlich. Der Zweitälteste. Mhm. Sag mal so ein paar Beispiele, was die durften und was du nicht durftest. Also sie durften zum Beispiel, das hört sich jetzt immer ein bisschen peinlich, sie mussten nicht fragen, wenn sie auf die Toilette wollten eigentlich. Ich musste fragen, wenn ich auf die Toilette wollte. Da musstest du fragen, darf ich auf die Toilette? Ja, und wenn ich so öfters am Tag gefragt habe, dann musste ich in der Toilette auch drin stehen bleiben, manchmal für 2-3 Stunden. Aus Strafe, weil du so viel gefragt hast? Ja. Mhm. Was noch? Ich kann mir auch nicht erklären, wieso. Nein, das kann man auch nicht erklären. Das ist nur schlimm. Aber jetzt auch noch ein paar andere Beispiele. Wenn ich zum Beispiel nachts, da haben sie mir Tempos auf die Türklinke gelegt von außen und ich war im Zimmer drin. Und wenn ich dann nachts auch raus musste, vielleicht auch mal auf die Toilette oder so, dann flog das Tempo von draußen auf den Boden und dann haben die gemerkt, dass ich über die Nacht draußen war. Dann gab es Strafen oder ich musste einfach bis mittags um 12 Uhr eins drin bleiben im Zimmer. Wieso waren die dann so verrückt drauf, dass du nicht zur Toilette gehen solltest? Oder ich weiß es nicht. Also es ist auch nur ein Beispiel mit der Toilette. Ja. Hast du auch als Kind lange ins Bett gemacht? Nee, eigentlich nicht. Das nicht, mhm. Die anderen Geschwister? Also auch bis 13, 12, 13 war das auch noch so stark. Mhm. Bis ich auch, wo ich älter wurde, zum Schluss gemerkt habe, da stimmt was nicht. Also mit 15 dann... Ja. Dann sag mal, die anderen Geschwister, hast du da eine Freundschaft aufbauen können mit jemandem? Oder ja, waren die auch? Zu einem Bruder, er hat mir auch öfters geholfen. Ja. Jetzt sag mal, von der Toilette abgesehen, von diesem Irrsinn mit der Toilette, den du gerade beschrieben hast, noch andere Beispiele, wo diese Pflegeeltern dich anders oder schlechter behandelt haben als ihre leiblichen Kinder? Also ich durfte nicht Fernseher gucken, also es war im Wohnzimmer war ja der Fernseher. Mhm. Das haben dann meine Pflegeeltern immer gesagt, komm rüber, wenn ich also rein durfte. Also mein Zimmer war eigentlich das Esszimmer. Da hatte ich auch meinen eigenen Stuhl am Esszimmertisch. Mhm. Dann da Stühle gekauft und den Tisch und ich hatte einen eigenen Holzstuhl, also so einen Klappstuhl. Mhm. Und das war halt mein Zimmer. Da saß ich die meiste Zeit, den ganzen Tag am Tisch. Und die anderen durften rumlaufen, rausgehen. Also ich musste halt da, das war mein Zimmer, das war mein Platz und da sollte ich bleiben. Wobei das ja eigentlich gar nicht dein Zimmer war, sondern das Esszimmer der ganzen Familie. Ja. Und du musstest ganz viel in diesem Zimmer bleiben. Mhm. Und durftest auch kein Fernsehen gucken? Nee. Mhm. Also auch wenn Besuch kam und die Verwandtschaft, dann war das auch immer peinlich. Auch ich durfte auch nicht mein Essen selber, also zum Beispiel wenn Abendessen gab, Brot schmieren, das hat immer meine Mutter gemacht. Mhm. Oder wenn meine Eltern nicht da waren, haben das auch meine jüngere Geschwister für mich gemacht und haben mir das dann gebracht. Das heißt, du durftest hier nie ein eigenes Brot mehr machen. Nee. Du durftest nicht in den Kühlschrank gehen, wie das normal in der Familie ist, und dir was holen, wenn du Hunger absolut hast. Absolut gar nicht. Hm. Bist du geschlagen worden auch von dem Vater oder der Mutter? Von meinem Vater, ja. Oft? Also wenn, dann richtig stark, ja. Wie hat er dich geschlagen? Er hat mich an die Ohren genommen, zum Beispiel hochgezogen und mit dem Kopf an die Decke. An den Ohren hochgezogen? Mhm. Den ganzen Körper an den Ohren hochgezogen? Mhm. Und dann an die Decke geknallt oben? Ja. Meine Pflegemutter hat sich dann immer aufgeregt und hat immer dann geschrien, hör auf, du kriegst nur Ärger. Sag mal, halten Ohren das überhaupt aus, so einen ganzen Jungen nach oben zu ziehen? Reißen die nicht irgendwie auf, oder? Also es hat gebrannt, also. Mhm. Also der Schlag auf den Kopf war nicht so stark, sondern haben die Ohren schon gebrannt, also. Das hat aber gemacht, als du noch relativ klein warst. Mit 8, 9, ja. Mit 8, 9 auch noch. Mhm. Gab es
Unterschiede zwischen dem Mutter und der und dem Vater? War die Mutter dir ein bisschen eher zugetan als der Vater oder war das gleich schlimm? Also ich würde eher sogar sagen, meine Mutter, mein Vater hatte öfters, wenn man so sagen sollte, Mitleid. Also warum meine Mutter nicht da war, hatte öfters gesagt, ich soll rüberkommen ins Wohnzimmer, Fernseher gucken, dass ich das darf. Er hat mir auch manchmal mehr Abendbrot gemacht, aber er war mehr gewalttätiger. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was war das Schlimmste für dich? Für mich eigentlich die Demütigung, dass ich eigentlich für mich, also dass ich jetzt dadurch, denke ich mal, Probleme habe. Also. Wie lange warst du bei diesen Leuten? Bis zu welchem Lebensjahr? Bis 15. Bis 15. Wie kam das, dass du dann, ich meine, ist man ja auch noch nicht so selbstständig, dass du dann da rauskommst? Zum Schluss, da haben die gesagt, wir machen nicht mehr mit und sind zum Jugendamt gegangen, weil ich dann auch andere Kleider haben wollte. Ich musste immer anziehen, das, was sie wollen. Ich hatte auch oft gebrauchte Sachen und habe dann gemerkt, dass andere Jugendliche auch und meine Geschwister andere Sachen dürfen. Ja. Und dann wollten die das ganz schnell vergessen. Das heißt, die haben quasi gesagt, wir wollen den jetzt nicht mehr haben. Ja. Bist du dann? Ich wollte auch raus. Ich bin damals auch vor 4 Wochen in ein Heim zur Beobachtung gekommen, weil die Nachbarn einen Brief, man weiß nicht welche Nachbarn, aber es war anonym, ans Jugendamt geschrieben haben, dass die da was mitgekriegt haben. Das ist anderen Leuten aufgefallen. Mhm. Bist du dann danach mit 15 in ein Heim gekommen oder in ein Heim? Ja. Du bist jetzt, habe ich gerade gesagt, 18 Jahre alt. Mhm. Wo lebst du im Moment? In Rostock. Also ich war in Stuttgart und mein Vater ist verzogen. Ja. Also mein richtiger Vater, dann war auf einmal das Rostocker Jugendamt für mich zuständig. Ich meinte jetzt gar nicht für die Stadt, sondern ich meinte, lebst du immer noch irgendwie? Nee, jetzt habe ich eine Wohnung bekommen. Eine eigene Wohnung. Ich bin aber mit 18 obdachlos geworden, weil ich wieder zurück wollte in meine ja. alte Gegend. Ja. Aber da war das Jugendamt nicht für mich zuständig. Dann haben die gesagt, nur hier oben. Mhm. Wir machen die Hilfe nur hier oben. Und ich dachte, nee, mir hat es hier oben gar nicht gefallen. Ich möchte wieder zurück. Aber ja. ich hätte unten auch keine Hilfe bekommen. Ja, aber du bist also jetzt in Rostock und hast in Rostock eine eigene kleine Wohnung. Mhm. Hast du denn auch eine Arbeit oder hast du was gelernt? Ja, ich habe eine Arbeit. Also gelernt noch nichts. Aber du arbeitest. Ich arbeite in einem Jugendcafé und betreue da Kinder von 3 bis 13 Jahren. Also ein öffentlicher Verein. So, jetzt hast du so viele, ich sag's mal ganz platt, Scheißjahre hinter dir. Ne, kann man ja sagen. Empfindest du Hass auf diese Leute? Ja. Mhm. Und ich würde auch gerne wissen, wieso. Ja, ich weiß, was ich die ganze Zeit gerade gedacht habe, als du das erzählt hast. Warum haben die, obwohl die 4 Kinder haben, dich noch adoptiert? Ja, aufgenommen? Das frage ich mich auch. Ging es um Geld? Kriegt man da irgendwie noch mehr Geld? Oder? Ja. Das weiß ich nicht. Also ich habe Kontakt aufgenommen. Ich wollte auch zum Anwalt gehen und ich habe auch einen Sozialbetreuer bekommen und er ist auch geschockt und er meinte, wir müssten das langsam vorbereiten. Da kann man auf jeden Fall was machen. Mhm. Was meinst du jetzt in dem kleinen Abstand? So viele Jahre sind es ja noch gar nicht, aber es sind ja schon ein paar Jahre, dass du da raus bist. Was so der schlimmste Schaden ist, den diese Menschen bei dir angerichtet haben? Also ich denke, die haben mich total zu dem gemacht, was ich bin, also anders als andere Jugendliche. Ich merke das. Was ist denn anders an dir? Wenn ich rausgehe, ich sehe die Leute anders. Also ich habe auch kaum Vertrauen zu Erwachsenen, das war auch ganz schwierig. Mhm. Es gab auch Probleme in dem Heim, dass ich zu keinem Erwachsenen Vertrauen gefunden habe. Also du bist misstrauisch, du bist ängstlich? Auch mit rausgehen und Kontakt mit anderen Leuten, auch Jugendliche. Weil ich halt so bin, wie ich bin, also so erzogen worden. Lebst wahrscheinlich auch, wie ich mir das jetzt so vorstelle, nach dem, was du erzählt hast, auch relativ zurückgezogen? Ja, bestimmt nicht viele Freunde, ne? Ja, aber ich habe eine Freundin und sie steht hinter mir. Eine Freundin, ich weiß das alles. Ja, das ist doch schon mal toll, Marco. Das ist doch schon mal super. Ich hatte gerade ein bisschen die Sorge, dass du gar niemanden hast. Ja, doch, meine Freundin. Aber du hast eine Freundin und die weiß das auch alles. Ja, sie weiß das alles. Das heißt, mit der kannst du ganz offen reden und dich auch ausquatschen. Also sie unterstützt mich auch halt, wo sie kann, also soweit es geht. Ich glaube, dass das noch viele Jahre dauern wird, bis du das einigermaßen so eingeordnet hast für dein Leben. Und ich glaube und würde dir das sehr dringend empfehlen, dass das Allerbeste wäre, wenn du in die Obhut eines guten Psychologen kämst. Hast du darüber nachgedacht oder hat dir das irgendjemand anders auch schon mal gesagt? Also es wurde mir schon mal vorgeschlagen, ja. Ich würde es dir wirklich mit vollem Herzen vorschlagen, Marco. Weil du bist so jung und deine Seele ist so verletzt worden in all diesen Jahren, das kannst du nicht alleine aufarbeiten oder bewältigen, glaube ich nicht.
Du brauchst jemanden, der so richtig Ahnung davon hat und mit dem du vielleicht lange Zeit, ein Jahr, zwei Jahre, darüber sprechen kannst und der dir so ein bisschen hilft, auch wieder ein bisschen, auch selbstständiger, auch selbstbewusster zu werden. Bist du wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Mhm. Möchtest du? Ich wär's gerne. Ja. Möchtest du mit meinem Psychologen ein paar Worte reden? Mhm. Der dir dann auch sicher ein paar Tipps geben kann, wie man das zum Beispiel auch in Rostock einfädelt, wenn du da jemanden suchst. Mhm. Ja, sollen wir es so machen? Okay, wäre nett, ja. Peter heißt mein Psychologe. Mhm. Du legst auf und der ruft dich gleich an. Okay, gut. Und ich freue mich sehr, dass du eine nette Freundin hast. Das ist ja, doch alles schon mal so ein bisschen positiv, ne? Ja. Alles Gute von Herzen, Marco. Okay, danke schön. Tschüss. Und mach weiter so. Ja, jo, tschüss. Tschüss.